JFK. So, JFK. Meine Gegend. Ich glaube, das wird wieder so ein Boom-Bap-Ding. Da bin ich mal gespannt. Ja. Also wie gesagt, checkt das ab. Ihr könnt doch gerne eure Meinung dazu dann ablassen. Ja, also wie gesagt, Link ist da drin im Chat. Und jetzt checken wir JFK mit Meine Gegend aus. Ja, da habe ich mich mal komplett getäuscht. Es ist kein Boom-Bap. Es ist eher sowas Melancholisches irgendwie. Die ganze Zeit so ein bisschen melancholisch. Und Beat ist auch eher modern. Und ja, so ein bisschen Boss-Aura-mäßig so in die Ecke. Aber hören wir mal auf jeden Fall mal rein. So, ne? Aber ich habe mich da getäuscht. Es ist auf jeden Fall kein Boom-Bap. Wo ich herkomm, kannst du keine Star-Designern reden oder Army-Fighter sehen. Ah. Hier kannst du Grasvertreiber. Ja, das gleicht sich irgendwie ein bisschen wie Fanatic, ne? Oder Fanatic. Auch vom Style her hört sich das auch an wie ein San Diego. Ich weiß nicht, also ich finde, das hört sich auch wieder an wie San Diego. Auch von der Reimsetzung, von der Betonung her, vom Flow, wie er die Stimme auch einsetzt. Er versucht auch ein bisschen so zu klingen wie San Diego. Irgendwie hat es da wirklich beide erwischt. Irgendwie mit diesem San Diego Feeling. Ja. Sehen, wie sie Straßenpreise regeln und dein Nasenbein zerlegen. Hier gibt's Droge, Mafia, Mörder, die mit Koka-Nasenmesser deine fast tote Schlampelschwester in der Wohnanlage schwängern. Und den Notarztwagenhelfer, denn das Jodeln deiner Schwester klingt wie ein Opernschlagersänger an einem Montagabendpenner. In meiner Gegend, da gibt es Zuhälter und deren Söhne, tja, das sind Schulschwänze, die früh am Morgen Tabakdosen leeren und auf Asphaltboden leben mit paar Stahlpatronen neben. Das sind Stories aus der Hood. Ja, also, wie gesagt, also der Rapper, den wir auch gerade noch angehört haben, hier der Fanatic oder Fanatic, auch wirklich technisch, flowmäßig, textlich, so wirklich sehr gut, ne? Hat sich gut angehört, alles war super. Aber es ist halt wirklich eine komplette Tendenz zu San Diego. Und das gleiche habe ich jetzt auch hier bei JFK. Bei dem Song Meine Gegend jetzt hier. Der hört sich auch genauso wie Fanatic. Vielleicht könnt ihr zusammen einen Song machen, ich weiß nicht so. Das wäre auf jeden Fall, würde das sehr gut passen, denke ich mal. Ist genau dasselbe. So, ich finde natürlich anderer Beat und sowas, ne? Andere. Aber vom Inhalt und so gleicht sich das auch ein bisschen. Wie bei Fanatic jetzt. Ne? Also vom Style alles. Und deswegen, die hören auf jeden Fall sehr viel privat San Diego, würde ich mal sagen. Aber ihr kriegt, wie gesagt, beide. Ich habe ja auch schon den Fanatic, habe ich auch schon ein Abo dagelassen. Das Ding geliked. Das mache ich natürlich auch hier bei JFK. Weil, auch wenn es jetzt nichts Eigenes ist, es ist trotzdem gut. Also das sollte man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Es ist trotzdem so gut produziert, gut gerappt, auch harmonisch auf dem Beat und alles. Aber wie gesagt, leider nichts Eigenes. Meine Augen haben viel gesehen. Das ist der Grund, warum ich heute selten Features gebe. La Familia, doing it. Da hört man es halt auch wieder komplett raus, dieses La Familia und so weiter. BBM und so, ne? Vom Themen her und sowas, ne? Es geht schon stark in die Richtung. So, aber wie gesagt, es ist halt. Ihr könnt jetzt auch sagen, hey Prime, wie auch eben gerade so, du hörst schon wie Echo, du flowst wie Echo, du betonst wie Echo und keine Ahnung so, ne? Stimmeinsatz wie Echo. Kein Problem. So. Deswegen, ich denke mal, die hören das auch oft, dass sie halt mit San Diego verglichen werden. Nur wobei
Bei mir verstehe ich halt nicht, warum man halt so oft auf Echo bei mir tippt, aber wie gesagt, da hört man da einfach komplett die Parallelen, die hört man einfach richtig raus. Das ist meine Gegend, dicker Kugeln in dein Herz. Meine Gegend, hier siehst du dunkelrote Lichter. Drogen verticken in einer unbewohnten Villa. Meine Gegend, Gegend. Meine Gegend, hier siehst du mutterlose Kinder. Die in ihrer Tupperdosis glitzern. Also auf jeden Fall die Hook ist auch richtig geil. Also die gefällt mir auch richtig gut. Schön melodisch. Aber natürlich auch wieder, ne, wie bei Santiago halt. Ich weiß, es könnte auch eine 1 zu 1 Santiago Hook sein. Aber geil. Geil produziert auch, ne? Wo ich herkomme, im Grunde meine Wurzeln. Ja, hast du keine Hoffnung, du bist Nutte oder Kunde. Drasverticker machen hier ihr Biss mit dem Shit, Drogenkartelle. Pumpen hier die Clips in die Bitch, Hier bin ich aufgewachsen, erster Zug mit 12. Nur 2 von 1000 Menschen dicker werden hier berühmt. Die Hoffnung einer davon zu sein, die hat jeder. Doch alleinerziehende Mütter haben's nicht leicht in der Szene. Bücher sind Mangelware. Wir haben besucht das SLK wieder auf Suche nach dem Schnee. Durchsuchen meine Wohnung, durchsuchen den Block. Doch sie treffen nur auf eines: Kugeln am Kopf. Du hast es hier nicht leicht, kämpf dich durch den Rest. Zeig mir deine Stärke und beweis, du bist der Beste. Beste. Sonst musst du ganz Schuss einstecken und das Kugeln in deinem Hals. Kaktus Eis essen. Meine Gegend, hier siehst du dunkelrote Lichter. Wie gesagt, beide Parts halt, ne, wirklich San Diego Level, also so wirklich so in dieser Ecke. Das könnte jetzt auch ein San Diego Song sein, hundertprozentig. So SpongeBob, San Diego, BBM Member Song, keine Ahnung. Auf jeden Fall so in die, genauso wie Fnatic. Aber könnt ihr auf jeden Fall checken. Ich finde es jetzt auf jeden Fall trotzdem gut gemacht. Wie gesagt, was soll ich sagen, so, sonst habe ich eigentlich gar nichts auszusetzen, so. Ich finde es echt nice. Verticken in einer unbewohnten Villa. Meine Gegend, Gegend. Meine Gegend, wie siehst du mutterlose Kinder, die in ihrer Tupperdosis glitzern. Manche Leute abfacken wollen. Das sind Leute, die den ganzen Tag die Graspflanzen rollen. Und doch, ich lass diesen halbstarken Pollen nicht für eine Scheißsekunde an die Pumpgun aus Gold. Schau einmal hoch in den Himmel, denn der Regen fällt. Und schau danach mal auf die Straße und das leere Feld. Das ist auch geil, diese Untermalung. Dass er ja zum Beispiel bei seinem Part, der rappt den Part ganz normal und die Untermalung einfach unter dem Part so ganz schlicht und sanft einfach nochmal das Gesungene. Mit dem Flanger drauf, oder ich weiß jetzt nicht genau, was da drauf ist, aber auf jeden Fall so mit dieser Stimmveränderung noch mit drauf. Geil. Hört sich wirklich sehr, sehr geil an. Was du erkennst in der Pfütze meiner Lebenswelt, denn in dem Wasser reflektiert, was mein Leben hält. Manche machen hier mit Gift oder Schlägen Geld oder haben mit Bitches für 10er Sex. Sei dir sicher, du bist etwas Besseres, wenn du diesen Mädchen hilfst, statt zu lächeln. Denn zu viele Leute sind da, aber halt ab heute nicht mehr lange. Wegen einem Beutel vor Gras oder einem Heuchlerverfahren. Sie sterben hinter dem Gitter, das ist die traurige Wahrheit. Deswegen gebe ich kein Fick und deswegen spiff ich das Leben. Siehst du dunkelrote Lichter? Drogen verticken in einer unbewohnten Villa. Geil. Ich find den Song sogar jetzt noch besser als den vom, wo ich dann auf Fnatic gehört habe. Wo Fnatic hat ja ein ganzes Album ja gedroppt auf YouTube. Da muss ich auf jeden Fall mal noch die anderen Sachen mal reinziehen. Aber hier finde ich den Song wirklich, würde ich jetzt beide jetzt vergleichen, also den von Fnatic und jetzt den von JFK, würde ich jetzt sagen, JFK liegt mir da ein bisschen mehr so, weil ich find die Hook, die holt mich einfach mega krass ab. Also die Hook ist richtig geil. Kann man jetzt wirklich richtig gut abgehen darauf.
Starker Track. Das ist auch wirklich ein starker Track, also. Sehr, sehr nice.